Boah, schaut euch an, Freunde. Focus Azuri und This is Jan. Focus Jan. Auf jeden Fall ist es unsere neuen zwei Spieler. Ich weiß aber gar nicht, wie das ist. Azuri war doch eigentlich ein Weltklasse-Sentinel. Wie haben die das jetzt gemacht? Wegen Alorante? Es gibt ja in ganz vielen Teams diese Flex-Rolle, die so auf manchen Maps ein bisschen mehr Controller, manchmal ein bisschen mehr das spielt, weißt du? Das ist Azuri quasi. Fühl schon. Okay, verstehe. Ja, wie gesagt, This is Jan ist eigentlich, wir sagen zwar immer so, ja, das deutsche Rohr und sowas, aber This is Jan ist eigentlich der staatlich anerkannte, verifizierte Rohrspieler, ne? Den haben wir jetzt hier an unserer Seite. Und Azuri mit dabei. Ne? Und dann haben wir noch Jaboy Luis, ganz wichtig. Und dann haben wir noch Alorante. Fizzy ist leider gegangen. Und wir haben... Cider. Cider IGL dann, ne? Grüß euch, meine Freunde. Kuba hier. Es geht wieder los, Freunde. Dachregion. Fokus ist wieder zurück. Und das direkt im Finale gewesen. Für die Qualifikation im Main Event gegen die Weisen. Zieht euch sehr, sehr gerne rein. War sehr geil. Es werden wieder einige Watchpartys kommen. Und passend dazu nochmal ein fettes Dankeschön an unseren Partner JBL Quant. Für die mega geile Soundqualität hier, die uns weiterhin natürlich hier ausstatten für diese Season. Und, ja, ich zum Beispiel benutze gerade das JBL Quantum One, auch schon eine Ewigkeit und bin mega zufrieden damit. Checkt sowas sehr, sehr gerne mal aus, Freunde. Bis dahin würde ich sagen, wir gehen rein. Digga, geil, so Mansko ist dabei. Jaboy Luis werden wir wieder hören, Freunde. Oh mein Gott, es geht los, John. Oh mein Gott, es geht los. Auf geht's, Freunde. Fokus-Emojis reinspammen, alle ready machen. Holt euch Popcorn, holt euch Chips, holt euch Energy, holt euch geile Drinks, Freunde. Ein paar Snacks, irgendwas. Oder der Favorit Fokus. Fokus natürlich, let's go. Okay, Leute, wir gehen rein. Erst Game. Das geht sofort. Auf der Map aktuell noch ein bisschen problematisch, aber die Smoke ist echt. Also ruhig mit dem First Strike. Gegen Linus. Doch, das war gut. Das funktioniert. Summit kommt. Summit ist heute wieder dabei. Summit hat vorher bei... Jaboy Luis. Schöne Flash hinterher. Man muss jetzt irgendwie über die Fettform aus Boba rauskommen. Man schafft das Ganze exakt mit dem Gil gegen Johnny. Jetzt ist Cider noch auf dem Spike. Azuri versucht hinten mit dazu zu kommen. Aber das Example, der ist aware. Damit ist nur noch einer. Es ist nur noch Cider, der hier für Fokus die Runde gewinnen kann. Ist es die Weisen, die wir in den Sachsen... Also der Read, ich sag euch ehrlich, dass man da einen Read hat auf Azuri. Geisteskrank. Dass nachdem die Zeit so tickt, immer noch weiter hinten chillt. Das war krass. Im Stun jetzt dodgen, die Paranoia waren. Sehr guter Konter. Dann können wir den Stun abwarten. Aber Probleme im Swing. Oh, schön, John. Gegen die beiden Fokusspieler. Minus zwei. Dritter Kill. Oh, nice. Sehr, sehr guter Versuch. Plant ist auch wirklich sehr geil. Money auch. Cider wollte da direkt nochmal einen Pick setzen, die Überzahlsituation herstellen. Oh, nur hat sie mit dem Motiv. Hier draußen beide Spieler in der Backside gefangen. Ja, Digga, let's go. Wie stark. Zwei Zeiten, boah, die gehen auch umgegen. Aber die machen Stellen-Retag. Nice. Das Ace wird definitiv nicht. Sie nicht mal müssen. Nice. Viele Runde. Keine Waffen hergegeben. Sample und SP Max haben, glaube ich, schon mal so ein Team gespielt. Hier der Bridge-Sun. Da machst du wenig gegen. Sofort die Ultimate. Nice, Digga. Wunderschöne Util. Hätte wahrscheinlich gedacht, dass beide gestunt sind. Noch am Leben, aber niemand in der Nähe. Unrollable. Einfach schön runter spielen. Aufeinander spielen. Einfach mal mit dem TP riskieren. Bis jetzt auch nicht gesehen, dass hier, ne? Das war ja auch immer sehr, sehr bekannt hier bei Team Ovation. Das ist ja immer so ein bisschen, ne? Down undiszipliniert. Mehr. Die Runde ist durch. Die beiden versucht hier Overpeaked haben. Zu safe. Alorante nimmt noch ein Example mit. Jetzt hat man den Kontakt. Alorante gesehen, die Flash kommt raus sofort, der Bring aber... Nice, Digga! Schöner Play, Mann! Oh. Die haben das irgendwie geredet, ja. Sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, die wusste, da kommt was. Der Regression kommt und der merkt, da geht's gerade richtig ab. Er gewinnt auch dieses Duell gegen SP Mac 5. Nice. Er riskiert. Kriegt beide Quills hier vorne. Den ich glaub's nicht. Sogar den vierten Summit! Das ist so gut, der Kelly. Digga, nicht einer. Das glaube ich gerade nicht. Da wird einfach nichts getroffen. Der Duelist. Jetzt zwar den Spike, aber nur noch 15 Sekunden auf der Uhr. Und Sub. Nein, der Whip! Okay, oh mein Gott. Das ist so eklig, ne? Im Back, an, er ist in feindlichen Reihen. Digga, das ist bei uns ein Spawn, Bro. Hallo, komm, hab ihn. Schirm. Nice, schön, Junge. Komm, wichtig. Aber und die rotieren. Schneller plant. Nice, schön. Der Frag für Alorante gegen SP Mac. Das sollte gecheckt werden. Kriegt das Duell gegen Alorante und verliert dieses. Schöne Runde. Nice. Nur ein Spieler verloren. Abfahrt, come on. Er kann halt nicht ran, ne? Und what? Er holt ihn. Von Jaboy Luis. Damit ist wieder das 1-on-1. Die Cam ist gut. Detected ihn, aber das war da so close. Nein, lauf doch mit der Scheiße rum. Jetzt eigentlich noch. Okay, krass, die wollen B gehen. Guck mal, die wollen B gehen. Um sein Timing zu bekommen, aber. Nice, Jaboy Luis. Leute, das 1-on-1. Muss Azuri gewinnen, der Support ist zwar da. Summit angeschossen. Nein, Bruder, Peek, Mann! Aber die Paranoia trifft alle. Trotzdem. Oh mein Gott. Der Sieger dieses Duells. Noch eine Smoke mit rein. Der Wrecking Ball. Den kann er aufsitzen. In der Ecke. Mit der Flash. Da wird direkt. Dank für den Alorant.
gerade das Duell gegen Linus. Die Smoke, die wird lange nicht fällt. Gerade erst geworfen worden. Summit versucht die auszuziehen. Boah, aber ihn. Chaotisch werden, aber die Smoke fällt. Und Summit gewinnt das Duell. Valorant kann ihn traden. Es wird zum 2 gegen 2. Der neue Sample mit dem Trade of John zur Stelle. Wieder mit Summit ist überlebt. Valorant ist jetzt ready. Der Spike angezippt. Sie zielen beide an. Jetzt nochmal angesetzt. Er holt ihn vorne. Ich glaub das nicht, was passiert hier, Mann? So, ja, das Ding ist halt, Cider musste einfach mehr swingen dann. Man hier eine Drohne, die aber vom Timing her super kommt, direkt der Showstopper. Break mit dem Showstopper. Steht noch seines. Jetzt wird er wieder die gleiche Scheiße machen, wird wieder Cam machen. Die werden wieder auf Flash Cam, Contact spielen. Ist das dumm. Dass sie da gerade das bessere Team sind, Fokus. Alorante droppt, aber die Flash kam nicht an. Die könnten anfangen zu defusen, aber die Smoke aus dem Elbow führt zum Problem. Chaseon. One enemy. Hat das Timing. Und sie gewinnen es direkt. Chaseon mit 3. GG's. Ich weiß nicht, würde ich das smoken? Ich weiß es nicht. Also sehr, sehr, sehr aimstark. Haben auch gute Calls gehabt. Wir haben aber wiederum auch eine schöne Figur gezeigt, eigentlich spielerisch. Aber zum Schluss die Frags und dann diese Afterplans teilweise, beziehungsweise Retakes, Digga, schwierig, sag ich euch ganz ehrlich. Auch mal die weisen Boys hier in die Schranken weisen. Es reicht langsam. Damit der Flag erfolgreich sein kann. Ja, geht ja, super viel Pressure, super viel Pressure. Kann er nicht viel machen. Jahrzehnte, bis er da ist auf Brinkside. Knife. Der Spike geplantet. Arrow, alles. Wartet keine Dinos. Chance. Möglichkeit, das noch ein bisschen zu delayen. Und da der nächste Frag. Jawohl, Luis. Wollte zu seinen Mates. Ein Spieler im Window ebenfalls down. Azuri muss sich jetzt erst um diesen Lurk kümmern. Vorm Spot fighten kann. Da fällt auch schon sein Mate an. Er findet Der Typ ist auch ein Operator-Spieler, oder was? Seine Wire noch aktiv, hat seine Kamera nicht in Elbow. Das ist krass. Gut mitgeholfen. Das ist genau wie mit Kick gewesen. Damals Kick war auch da unten in der Mitte aus. Schon früher, wo er 15, 16. Da einen Schutz. Doch. Aber schon damals, wo er 16 war. Du wirst nicht von der Operator. Da werden die Matches von Summit gezogen. Und der Schuss von John, er geht vorbei. Das Fragment, da kommt man raus. Oh mein Gott. Die gehen daneben, aber der Trade auf Lewis sitzt und damit ein 2 gegen 1. Der Spike ist bereits auf dem Spot. Und damit sehr gute Möglichkeit für Chaseo, eine gute Position zu wählen. Muss trotzdem. Oh, das. Hat man die Hand gesehen? Nicht? Doch. Doch, sie hat das in der Hand. Aber er weiß jetzt, dass er Timing hat. Oh, das ist sehr nice. Alorante. Einmal der Richter gegen Example. Sofort die Ultimate. Jetzt die Bestätigung. Spieler ist dran, er hat den Kopf gesehen. Das One-on-One. Muss. What? Let's go, hallo! Shit on! Wird gezogen, um den Retake nochmal zu stören. Wird jetzt abgebrochen. Luis war einer. Nice. Rest in einer, bitte. Können Sie Luis da vorne vielleicht irgendwo Alorante machen? Oh, schön. Die wollen die eigene Wall gar nicht nutzen. Die wollen fighten gegen die Armeen. Und bisher sieht's gut aus. Derek, wir müssen. Ja, die haben Line-Ups. Das ist die Scheiße. Kommt die nächsten beiden. Eine Triple Kill. Im Spiel, der Defuse jetzt angesetzt, das erste Snakebite sollte bald ankommen. Nice, Digga, Alu mit einem 4K, Digga. Ja. Aber es ist auch wieder so eine Einzelleistung. Alu rennt da rein, cross die Wall und macht da direkt die zwei Leute im Main Deck. Sich gegönnt von Focus, bevor die überhaupt in der Liga qualifiziert sind. Alorante. Geil, Digga. Ich schwöre, Alorante ist so gut gewesen. Der ist richtig sauer. Ja, ja. Hallo, piekt rein. Ich sag, ich stell mir vor, wer du lässt. Der würde jeden shitten. Löst dir nicht perfekt aus. Dementsprechend geht das Bikeplan trotzdem durch. Nice, John. Alter, John, das lebt noch. Alter, nice. 2-1. Der war enorm wichtig. Jetzt ist das 2-1 und die Überzahl für Focus SP-Mac Last Man Standing. Nicht auf der Range. Ja. Sie wissen, wo er ist. Nice, Digga. Schön. Alter, John, schöne 2 Op-Shots. Trifft nicht ganz. Chaseon bekommt Alorante. Dafür gefallen. Ich glaube, Luis ein hier bekommt auch den Kill. Ja! Jawohl, Luis! Ähnlich gesagt, nur dass es nicht 5 sind, aber trotzdem noch einer am Leben. Mann! Das Bruder, mehr wollte ich doch nicht! Mehr wollte ich doch nicht! Gegen 3. Digga, warum sind alle so am Gammeln? Ich schwöre, ich kann das nicht mehr. Was ist das? Was ist das? Ich spüre, das sind alle Chef Strubels gerade hier irgendwie. Nice, sehr schön. Mein Gott, Alter, genau sowas, Luis. John hat so eine Idee. Sich in der Mitte raus und stellen jetzt den Stachel. Um die Operator. Wow. Bye bye, Linus. Kann man ihn noch resen? Nicht verkehrt, hat das Spiel wird jetzt auf gespielt. Er tankt das Ganze einfach durch. Ist jetzt da. Die Frage ist, musst du das tanken? John ist in der Main Lane ebenfalls down gegangen. Zeiler, der muss jetzt arbeiten. Der muss es jetzt decide, wenn es hier in die 11. Runde für Focus sein soll. Aber nein, es ist die 7. Ich denke mir von Luis, musst du das tanken unbedingt? Der Drohnen-Tank, die haben es sofort gespielt. Das Spiel muss hier tanzen. Der Tank geht durch und nice, gut, sich damit in der Feuer geht durch.
Oh. Perfekt, Doppelkill. Der dritte reicht nicht mehr, weil dieses Magazin leer ist. Digga, wie kannst du das da treffen? Was ist das für ein billiges Game, Bruder? Von wo ich komme, John muss es mit den Jumps riskieren. Auch da sitzt nochmal ein Kill. Die Viperwall oben. Der hinten was? Drin. Die Knives jetzt raus. 11 HP. Er versucht es im Aufwinkel zu halten, aber es geht nicht rein. Er hat keine Smoke mehr. Hallo, Randy. Ich jetzt chill, bitte. John ist down. Das Köpfchen, es wird gesehen. Das Play angesetzt. Er holt ihn, um zu defusen. Und da versucht man reinzuhalten. Und der Spray, nee. Er geht vorbei. Er muss rein. Er muss rein. Oder warte. Reicht nicht, reicht nicht. Ja, Digga, let's go, Mann! Insider bleibt einfach drin. Geht down, als er nochmal ins Pit wollte. Erster Break nicht. Also an den Weisen. Die Fortis sind dabei. Nice, aber komm mal bitte. Oh mein Gott! Und es ist die Runde für Fokus über die Holy Ego. Shit, Alter. So. Nur so kannst du den Ego gewinnen, ich sag's euch. Gegner close kommen lassen, E-Kraft spielen. Weißt du genau, wo du stehen kannst. Nice, sehr geil. Kein Overtime, ich will sowas hier nicht sehen. Ich will kein Overtime sehen. Retalk. Exzellent, meiner. Ja, er wird immer wieder zurückgedrängt. Jetzt mit der Peak in die Double aus rein. Sammelt mit dem Open. Nehmen wir uns auf, was kommt denn? Nice. Ich kommt nicht nach oben. John. Schön, Seiler. Bleibt dann von der Seite Linus weg. Dazu kann man den Double aufheben. Das kommt. Die Überzahl, die Weisen geht gerade. Bruder, die werden so gesmoked gerade. Ja, Digga. Let's go. GG's. Leute, we are not done yet. Wir gehen auf die letzte Map. Geht los, okay, Freunde, wir gehen rein. Sand, letzte Map. Und Alarmroboter ist bekannt. Währenddessen Contact nimmt man einfach A-Short nach vorne und da ist natürlich, halt wieder. Ja, der nervt mich so sehr. Schon wieder ein direkten Kill oder was? Neben den Schalter und sie zielen alle auf Summit. Linus, bleibt nicht cool genug für zwei. Alter, geil, Alorant hat ihn rausgefischt. Zug durch den Lurker lang. Auf Summit durch Alorante. Exempel kann den Nanoswurm zerstören. Bleibt aus dem letzten Lock, das sind ganz wenig AP. Und Zyder fällt auch noch mehr. Der Doppelfight an Short. Alter, Alorante! Azuri nicht. Hallo, Ratte! Hey, Observer! Ich hab nicht ein Kill gesehen. Ja. Ich hab's nur auf der Minimap gesehen. Und der macht da weiter. Ja, wir haben den gesehen. Hat 4 Kills. 1, 2, 3. Ich hoffe, Hallo, Ratte hat seinen Shadowplay an. Die wird aus sicherem Raume gespielt. Sieht da auch Flow-Tag. Niemand, aber Zabe, der macht den Doppel-Kill. Azuri und Zyder sind dann ebenfalls zu Challenger. Sion kommt einfach aus Short raus. Die letzten Spieler sind in Main. Der Wrecking Ball. Boah, was ist denn? Zyder, was ist Doppel-Kill? Geil. Insgesamt für ihn und die dritte Runde. Ich finde teilweise ist das so schwer, ne? Runde. Jemand zu treffen. Na, das wird kennt ihr das auch, wenn jemand so, zum Beispiel jemand Omen vielleicht, ne? Und zieht dann zu früh rum. Und du musst, sozusagen gezwungen, Top-Entry zu machen. Aber es funktioniert so oft. Bei den Lower P lieber nicht mit. Er kriegt irgendwie. Oh, was? Er spammt Triple. Hallo? Nein, nein, nein. Summit hat gerade dreimal hintereinander. Digga, was ist da los? Er spammt von der Range Triple Headshot? Leider gesehen wurde, dass schade. Er schon in der Hand hat, er kommt raus. Aber da ist man über Short schon drin. Und auch wenn die Smoke da nice, John. Ist, geil! Schön, das ist John. Und Timmy über Short. One enemy remaining. Ah, gehen beide down. Alorante mit dem Kill. Alorante. Da wird sich aber noch wieder rausholen. Es ist ekelhaft. Guck mal, was er machen wird. Red Games, das ist eure Waffe. Schaut es euch an, bitte. Das ist eure Waffe. Es ist noch ein Frag geworden. Der Warframes-Effekt da. Jetzt würde er gerne saven, aber da auf keinen Fall. Worth it war es nicht. Ich meine, wir haben richtig viel Cash, aber. Und die Antwort ist der Killjoy Lurk. Rein, die kriegen die Tür aber nicht auf. Da fällt die Killjoy. Example. War kurz überrascht, dass da doch noch jemand reinkommt. Jetzt natürlich klar. Wahrscheinlich im Nanoswurm. Ja, das Fury wird gespielt. Schaut mal rein. Gewinnt das erste Duell und jetzt hat er einen Frame-Frag haben. Boah, scheiße. Da muss Azuri den Kill haben und dann ist es winnable. Die Main wartet die Killjoy. Der Blick nach hinten. Chaseo. Einen bekommt er. Hält damit die Überzahl, nachdem er getradet wird. Und so langsam muss Azuri auch aktiv werden, damit die Spieler aus Main rauskommen. Jabba Lewis macht den ersten Kill. Den what? Schöne Zone. Jabba Lewis. Alter, let's go. Was für ein Retake. Let's go. Alter, was die Rollen über die auch die Outlaw, die mit dazu kommt, die kommt ihm ganz gelegen. Jabba Lewis mit dem Kill Summit genommen. Weiß man, da ist noch. Geil, Lewis. Sehr geil, sehr geil. Für uns Bombe gelegt. Der wurde natürlich gehört. Jetzt weiß man, wo es für die Weisen hingehen soll. John guckt schon ab die ganze Zeit. Ja, ja. Das ist, darum geht's. Darum geht's. Genau. Mit ja, in der Hand in die ja, Bombe ist gesecured. Das ja, ja. Jetzt krass. Ohne den Spike. Nice. Sehr geil. Genau so. Auch mal schön zu sehen, wirklich, dass es so, ne? Bis in unsere Hände reinlaufen lassen. Das Timing ist nicht auf seiner Seite. Nice. Und da bleibt auch Azuri cool. Oh, let's go.
Bonusrunde gewonnen! Also, was bedeutet Bonusrunde? Nach der gewonnenen Pistolrunde dein Buy nicht mehr abzugraden, sondern einfach beizubehalten und deinen Cash sozusagen zu sparen. Und wenn du mit diesen, sag ich mal, schwächeren Waffen dann gewinnst, ist es halt sehr, sehr geil. Du hast weniger Geld, du hast kein Geld ausgegeben und hast dann halt mit deinen Waffen halt trotzdem gewonnen. Aber es gibt sehr viele normalerweise, ich weiß nicht, wer das oft macht. Ich glaube, Fnatic macht das auch sehr oft, dass sie sowas skippen und einfach direkt Wände kaufen mit Halbschild. Aber das ist wiederum ein bisschen schwierig geworden durch die Outlaw. So glänzen wie es SP Mac in seine Richtung Doppel Kill für Sight. Kann er noch mehr machen? Das ist hier in der Endfeld jetzt gut. Sind drin, aber SP Mac. Denkst du, du bist das? Das ist die Waffe, mein Bester. Das kann unser Spieler auch. Geil. Ohne einen Step nochmal abschämt, Digga. Azubi. Oh shit, bitte nicht, nein, bitte nicht. Ich beten, dass da kein. Oh mein Gott, let's go! Fokus. Und vielleicht der Hacker ein Timing, schöne Flash. Oh mein Gott. Jansion trotzdem gegen Azubi bekommen, macht er den Doppelkill. Ja, er räumt den A-Spot im Alleingang auf. Aber einer, Sider, der ist noch im Short. Wird man Jansion gleich tun, kann er den Doppelkill und der kommt von hinten. Hallo, nochmal schön geholt, einfach hinten. 2v2, come on. Ja, John, mach ihn weg! Und man geht auch weg. Wichtiger Pick von Jazeer und er muss essen. Der Spike war noch nicht mal geplantet. Und der Spieler sieht den. Oh mein Gott. Er wäre vielleicht nicht rechtzeitig reingekommen. Was passiert hier? Er nimmt die Messer. Er nimmt die Messer. Ja, let's go, John, Mann! Was habe ich da gerade gesehen? Ehrlich, diese Ecos sein können. Der Push Richtung Shot, da geiles Timing. Und so, geht vorbei, der Shot, das geht vorbei. Nice. Mit der Operator. Oh, starke Positioning von Example. Chasero mit dem Pick auf Lure zu einem 3 gegen 3. Halt mal. Spike plant auch durch. Bro, alle Runti ist noch am Leben. Alle Runti ist noch da. Wird da der Swing kommen? Der Arrow ist im Spiel. Nice, schön gehalten, leider. Das ist krank, Alorante. Sider muss es wieder richten, noch ein Job. Ja, let's go, Sider! Richtig geil, Junge! Alter, Sider, sehr, sehr geiles Game. Wieder ein 4 gegen 4, ein gutes Opening auf dem Spot, aber jetzt auch Alorante in der Nähe. Ja, und der muss jetzt auch mit 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, Doppelkill für Alorante. Oh, komplett. Ja, natürlich. What the fuck, Alorante? Let's go, GG's! Wir sind dabei, Freunde! Wir sind dabei! In der Challengers da. Evolution. Challengers Dach Evolution, meine Freunde. Wir sind dabei. In der Main Liga. Ich brauche Alorante. Ich würde gerne Alorante interviewen. Oh, Alorante! Hallo, schöner Mann. Alter, was war das? Da hat es bei euch ein bisschen gekracht anfangs, ne? Ich habe gesehen, sehr krasse Einzelleistung von dir dann noch. Einiges rausgeholt, immer wieder. Was sagst du? Ja, ich denke einfach, wir brauchen viel Zeit. Leistung war sehr unter dem, was wir natürlich wollen, sehr weit. Ja. Deswegen zufrieden sind wir nicht. Wir können ein bisschen froh sein, dass wir den Spot haben, aber zufrieden sind wir nicht. Wir müssen halt sehr viel arbeiten und schauen, dass wir auch rollentechnisch das alles so hinkriegen, auch mit Luca. Also Azuri, dass es klappt, weil ich glaube nicht, dass er wirklich comfortable auf Smokes ist. Okay. Und ja, ist halt einfach schwierig so. Das ist die Situation. Wir sind jetzt nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, okay, wir sind gut, sage ich dir ganz ehrlich. Wir sind deutlich schlechter, als wir es uns vorstellen. Und deswegen müssen wir ganz viel und ganz hart arbeiten, dass wir gut mithalten können in der Dachliga, weil Devisen ist gut, die sind gut, klar, aber es ist nicht mal ansatzweise unser Anspruch natürlich. 100%. Es ist gut, dass du da die Messlatte hängst. Ja? Mit so einer Leistung werden wir niemals im oberen Mittelfeld überhaupt in der Dachliga landen. Das ist gut, dass wir auf jeden Fall, ja, es ist gut, dass man da so auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nicht genug. Das dachte ich mir auch. Also ich war auch anfangs ein bisschen verwundert, dass er so ein bisschen gekracht hat. Und ich habe das auch ganz vergessen gehabt. Wir haben Azuri und John, wie lange pracken wir schon mit denen? 14 Tage oder so nur. 14 Tage und ihr müsst euch bedenken, Azuri ist ja normalerweise Sentinel, ne? Habe ich auch gar nicht so ein bisschen beachtet, dass Azuri da die ganze Zeit auf dem Smoker ist und das gar nicht seine Rolle ist. Ja, ich bin mir aber sicher, dass er ne, auf jeden Fall ein guter Fit gefunden wird, vor allem auch noch mit Paul. Aber overall so, bist du sehr happy, dass wir erstmal weiter sind? Ja, happy schon, aber es ist halt nicht ansatzweise das, was ich mir auch selber vorstelle. Ich finde die Einstellung sehr, sehr gut. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht zufrieden geworden. Also ich finde das eine super Einstellung. Das ist sehr, sehr geil. Das beruhigt mich auch so ein bisschen, dass ihr dann nicht so damit zufrieden seid. Das ist ja so wichtig. Aber dass du so drauf bist, das dachte ich mir eh schon. Wie findest du die Waffe Odin eigentlich? So ein Scheiß, Digga. So gottlos, was diese Waffe ist. Ich schwöre, das ist nicht normal. Alles klar, Lorente, ja. Das war's? Ja, wir hören uns, ne? Ja, alles klar. Tschö. Ja. Mach's gut, mein Schatz. Ich freue mich auf Berlin. Ciao. Ja.